Märchenwelt eingetreten sind. Boah, keine Ahnung, da musste ich mich mal erkundigen tatsächlich. Aber so jetzt, ja, ich weiß nicht. Müsste ich mal überlegen tatsächlich. Jahre, ne? Okay. Ja. Aber wir machen ihn auf jeden Fall zu einem Gott, ne? Genau. Ja, okay. Erfahrung, die Menschen mit Gott erlebt haben. Es gibt wissenschaftliche Aspekte, wo Menschen sagen, es gibt Gott. Und übertrieben viele eigene Erfahrungen, die Menschen mit Gott erlebt haben. Also ich habe auch so einige Erfahrungen mit dem Einhorn, und zwar der gibt mir immer Glückseligkeit. Guck mal, unser Einhorn hat jetzt der Sonne befohlen, dass sie heute scheinen soll, und plötzlich hat die Sonne geschienen. Es wird heute hier bei uns sogar bis zu 26 Grad, und morgen wird es vielleicht noch wärmer, weiß nicht, man muss das mal nachgucken. Aber wie gesagt, immer schön fragen, ja. Also wenn man den Einhorn fragt, ja, also Dua macht an den Einhorn, so richtig Dua macht, so gottesfürchtig, so, ne, einhornfürchtig, ne, weil das ist ja auch ein Gott. Wenn ihr da Dua macht, ich denke mal schon, der wird es dann irgendwann mal eure Dua anhören. So irgendwann. Irgendwann ein paar Jahren so, ne? Ja. Ja, Mann. Das sind aber in andere Dimensionen. Nein, das war so eine andere Dimension. Quatsch. Jetzt gerade existiert dieser Einhorn. Hallo? Ich bitte dich, beleidige unser Einhorn nicht. Hallo, natürlich existiert der Einhorn. Was ist los mit euch? Ey, Alter, krass. Wie könnt ihr nicht an den Einhorn glauben? Unverschämt. Hey, Lara, ist das jetzt das erste, das letzte Einhorn? Also den haben wir zu Gott gemacht ab heute tatsächlich, so ich zum Beispiel, ne? Also ich habe ihn so als Gott erfunden, und ich glaube, hier gibt es auch so meine Habubs, ne? Die, wo hier auch den Einhorn anerkennen als Gott tatsächlich, ja. Khalid, du bist hier der Jahil. Was machst du hier? Khalid, raus du Jahil, raus mit dir. Nicht beleidigen. Hier darfst du nicht beleidigen. Hier herrscht die Scharia Einhorns. Schäm dich. Du darfst hier nicht beleidigen. Khalid, raus mit dir. Du bist ungläubig. Du hast den Einhorn nicht anerkannt als Gott. Du bist ein Ungläubiger. Raus, du Munafik. Raus, du Munafik. Raus. Husch, husch. Husch, husch, husch mit dir. Zack, zack, zack. Khalid, du bist hier falsch. Husch, husch, husch. Scroll mal hoch auf meine Kommis. Wo bist du? Nein, ich sehe nichts. Ist nichts angekommen. Also ich sehe nur das Letzte, was du geschrieben hast, Machiavelli. Das Letzte hast du geschrieben, grüß dich, Anita. Anita, grüße dich. Anita, grüße dich. Das hast du gefragt. Ja, ist nicht durchgekommen. Du musst dich wiederholen. Schreib mal so ein bisschen nicht Deutsch. Ich glaube, TikTok akzeptiert nur nicht Deutsch, Dings da. Also so richtig Ausländer, weißt du, so mit Fehlern kaputt, so. Weißt du, so. TikTok ist halt so eine komische App, so kann man ein bisschen kaputte Sachen so babbeln. Warum ist das bei dir ein Einhorn geworden? Gute Frage. Also tatsächlich, ja, es gibt tatsächlich, danke schön für die Frage, das ist eine sehr schöne Frage. Da möchte ich gerne diese Frage beantworten. Also für mich persönlich, ich finde immer Einhörner tatsächlich faszinierend, und ich meine das wirklich ernst, ja. Auch so von Kind, als ich klein war, so, ja, klein, ja, so 14, 15 Jahre, ne, so noch so junges Kind,
Als ich da war, hatte ich tatsächlich richtig geglaubt an Einhörner. Ne? Ich habe wirklich gedacht, die existieren wirklich, weißt du? Und ich habe auch so an Feen geglaubt und so weiter. Also ich war wirklich richtig gläubig, ne? Richtig gläubig. So. Und mit der Zeit ist dieser Glaube irgendwie verschwunden. Frag nicht wieso. Ne? Habe halt den Glauben irgendwie verloren, aus dem Sinn, aus dem Nichts, so keine Ahnung. Und jetzt dachte ich mir, weißt du was, der Einhorn ist doch so ein schönes Erinnerung noch tatsächlich. Und wie wäre es denn, dass wir den heute so als Gott taufen? Ja, so, als unser neuer Gott, so Atheistengott. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil der Scheitan dich gepackt hat. Nee, Khalid, der Scheitan hat dich, also guck mal, schau mal. Also Khalid will ja ein bisschen diskutieren. Okay, dann machen wir jetzt mal so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? Du willst jetzt unseren Gott beleidigen, du willst jetzt mich beleidigen. Okay, somit kann ich jetzt eigentlich deinen Gott auch mal ein bisschen angreifen. Apropos Scheitan, apropos Schlange, apropos Teufel. Okay, Scheitan ist ja der Teufel, von daher. Ne? Informier dich mal, was überhaupt Allah in Wirklichkeit ist. Was ist Allah in Wirklichkeit? Informier dich mal über dieses Wort Allah. Informier dich mal über den Gott Allah. Das ist einfach nur ein Betrüger. Ja, das ist einfach nur ein Betrüger, was ein Mohammed ihn erfunden hat und euch sozusagen betrogen hat. Ja, das ist einfach so. Und dann sagst du zu uns, wir sind hier von dem Scheitan, vom Teufel. Sowas existiert aber nicht. Es gibt keinen Teufel. Denn unser Einhorn hat gar keinen Teufel erschaffen. Diesen Satan hat nur der Allah erschaffen, weil der Allah ist böse. Der Allah ist ein böser Gott, ja. Der ist ein Egoist. Ja, du kannst dich daher da so viel du willst hier schreiben, aber das hat halt keine Wirkung, weißt du? Hat absolut keine Wirkung, weil solange du die Shahada nicht vom Herzen aussprechen tust, dann wird ja die Shahada von deinem komischen Allah nicht akzeptiert, ne? Lara, ich bewundere deine Körpermeldung, der Respekt. Und ja, danke schön. Danke schön, Habibi. Warte. Ich habe eine wichtige Nachricht, Leute. So, jetzt müsst ihr mal hier ein bisschen Pause machen, ja? So, ich bin mal. Hä? Machiavelli. Aber warum sehe ich das nicht? Ich schwöre, guck mal, auf den Einhorn, ich schwöre auf die Augen des Einhorn, ich schwöre auf den Einhorn sein Horn, ja? Ich habe nichts gesehen von deinen Dingskommentaren. Bei dem Einhorn, bei seinem Horn, den Einhorn, bei dem Einhorn sein Horn. Ja, wirklich, glaub mir, ich habe nichts gesehen. Hätte ich das gesehen, hätte ich es ja auch gefragt, aber ich verstehe das auch nicht, keine Ahnung. Ja, Mann. Kannst du ja gerne mal wiederholen, wenn du magst, ja? Können die Gläubigen bitte mal sagen, wer die erschaffen hat, Menschen, erschaffenen Menschen waren? Die Frage geht an die Gläubigen. Warte, da müssen wir deinen Kommentar hier fixieren, damit die Gläubigen das jetzt auch sehen. Ja? Bani Adam, nee, ich nehme dich nicht, du kommst jetzt hier mit zu viel Philosophie. Bitte hier nicht so philosophieren. Leute, ihr seid hier in einem heiligen Stream. Was wollt ihr jetzt hier? Gotteslästerung machen? Och, ihr seid so anstrengend. Ihr macht hier Kuffer die ganze Zeit. Ihr verleugnet unseren... es geht nicht um Angst. Wieso soll ich denn Angst haben? Sondern es geht darum, ich kenne dich. Du bist ein Mensch, du redest viel, aber am Ende hast du nichts gesagt. Weißt du, und das ist so für mich so ein bisschen so ein Kopfverwirrung. Ja, Khalid, du kannst nur Jahil sagen. Weißt du, in Wirklichkeit bist du hier der Jahil, weil du tust unseren neuen Gott hier nicht anerkennen. Schäm dich, Khalid. Also nee, schäm dich, Ayyub. Geh ins Eck und schäm dich, Ayyub, Ayyub. Voila, wirklich, nee. Kam die Nachricht nicht an? Nein. Wieso kommt die Nachricht nicht an? Ich verstehe nicht. Keine Ahnung. Es ist nichts angekommen. Guck mal. Hä?
Hä? Nein, ist nichts gekommen. Ich sehe nichts wirklich. Der Einhorn ist der Schönheitsgott. Ah, meinst du das da? Ja, genau. Hey, das passt doch. Warum hat sie jetzt die Fixierung? Du hast aus Versehen die Fixierung weggemacht, Jasmin. Warte. Tu die Fixierung nicht löschen. Warte. Das war, glaube ich, aus Versehen von dir, ja? Oh, Machiavelli, wo bist du? Oh. Warte, das hat mir nämlich gefallen. Warte. Nicht die Fixierung wegmachen. Hallo. Alles gut. So. Guck mal, der Einhorn ist der Schönheitsgott. Ja, aber da müsstest du sagen, die Schönheitsgöttin. Ja. So als Göttin würde das, glaube ich, besser passen. Ja, genau. Astaghfirullah, es gibt achso, Astaghfirullah Elefant. Warte, ich muss dieses Wort nennen. Astaghfirullah warte. Oh, dieses ist zu Zungenbrechen. Astaghfirullah Elefant. Astaghfirullah Elefant. Oh, dieses ist voll richtig Dings Zungenbrechen. Es gibt keinen über den R.F. Punkt, hä? Elefant Supana Elefant. Das ist richtig so Zungenbrecher, Alter. Was das? Ja, so ist richtig. Ach. Lack, du bist ein Jahil. Du nennst mir nicht einmal ein Argument. Lack. Ja, du bist hier der Jahil. Tu mal erstmal unseren Gott hier anerkennen. Du bist doch eher der Unwissende, weil du weißt nicht mal, dass der Einhorn existiert. Hallo? Bist so richtig unwissend. Du bist so unwissender Jahil, Alter. Wie kann man denn so ein Jahil sein? Boah. Wie kann man denn so ein Jahil sein, jo? Schäm dich. Geh ins Eck und schäm dich. Wir können Allah nicht sehen. Ja, natürlich können wir Allah nicht sehen. Der ist ja auch unsichtbar. Der existiert doch nicht einmal. Du gehst meine Frage aus dem Weg. Guck mal, ich habe dir eigentlich viel zu viel Aufmerksamkeit gegeben. Guck mal, ich gebe dir mal hier eine. Ich kick dich mal hier ein bisschen so, ne, so stille Treppe und so mit deinen Dings da. Weißt du, wir brauchen hier keine unmoralische Sache. Du musst ein bisschen Benehmen haben. Weißt du, du bist in einem Stream, was hier Benehmen gibt. So, hier zählen unsere Werte. Hier zählen die Werte der Atheisten. Ja, so. Ihr könnt ja gerne euren eigenen Stream machen und da könnt ihr über die Atheisten und die Ungläubigen hier mit eurer hasserfüllten Ideologie hier lästern, pipapo. Tralala, so, ne, das könnt ihr ja gerne machen, aber hier doch nicht. Das Einhorn wurde im Raum und Zeit erschaffen als Schönheitsgöttin. Jawohl, Mann. Ja, genau so. Das Einhorn wurde im Raum und Zeit erschaffen als Schönheitsgöttin. Jetzt könnt ihr was lernen. Ach, anstrengend. Warum stinkst du mir? Ja, Hobby, warte mal. Ich stinke. Ich stumme dich mal nochmal. Warte, so. Pass auf, so. Ja, Hobby. Ja. Lara reicht. Unikat, nein, das reicht nicht. Hallo. Ach. Kehre zu Allah zurück. Nein! Warum soll ich zu Allah zurückkehren? Was habt ihr denn? Lass mich doch mal in Ruhe. Jeder darf glauben, was er mag. Machiavelli, was meinst du mit R.F. eigentlich? Was heißt das? R.F.? Ich habe nicht verstanden, was du meinst. Der R.F. Elefant ist außerhalb von Raum und Zeit und hat seinem Rüssel, warte, hat seinem Rüssel Raum und Zeit rausgesprüht.
Junge, ach, Machiavelli, echt, du bist eins der besten Ungläubigen, glaub mir. Wirklich, Machiavelli, ich bin stolz auf dich, du mein ungläubiger Bruder, wirklich. Machiavelli, Anita, wo sind meine ungläubigen Freunde hier? Also, Machiavelli, Anita, Missverständnis. Wer ist noch mein Ungläubiger? Wo sind hier meine Ungläubigen? Schickt mal alle ein Herz von den Ungläubigen. Schickt mal hier ein Herz. Dorfi, ja, natürlich, du Ehrenmann. Dorfi ist auch noch da. Ja, jawohl, Habibi, so sieht's aus, ja. So, Tabi ist auch noch da. Dorfi, genau, alle Herzen schicken. Meine ungläubigen Leute, verbreitet hier mal ein bisschen Liebe mit Herz. Ja, siehst du? Ja, krass, Alter. Ja, so sieht's aus, Tinko. Jawohl, jawohl, das ist doch schön. Das gefällt mir, ne? Atheisten haben keine Werte. Mobbing ist auch noch da, jawohl. Toll, das freut mich. Siehst du, wir haben so viel Liebe in uns, dass wir auch Herzen euch auch geben an euch Ungläubigen. Tretet bei in unseren Elefantinismus. Einhornismus. Ich habe den kurz mit dem Elefanten verwechselt von dem Christian. Der Christian hat mich leicht verwirrt mit seinem Elefant. So. Aber hier ist Einhornismus. Unsere Religion soll Einhornismus sein. Einhornismus. Oh, Alter, immer diese Zungenbrecher. Ja. Och, nö, ich bin nicht verzweifelt. Absolut nicht. Mir fehlt gar nichts. Ich habe so viele schöne Sachen. Ich erlebe so viele schöne Sachen. Also, ich habe alles, was ich will. Ich bin total glücklich. Also, ne? Von daher, alles easy. Ich bin eins der glücklichsten Menschen der Welt. Einhornismus. Ja, Mann, Einhornismus, genau, Einhornismus. So, jetzt haben wir den Salat dran. Unikat möchte hoch, aber Unikat, du möchtest immer hoch. Nein, ich nehme dich nicht hoch, nicht immer hoch, das geht nicht. Was willst du denn hier sagen? Außer du nimmst jetzt mal den Einhorn an als Gott, dann kannst du hochkommen. Komm, trete bei in unsere neue Religion. Trete bei, herzlich willkommen. Yalla, zack, zack, zack. So, ja, bitte eine Frage stellen. Du kannst eine Frage stellen, aber die Frage ist, ob ich eine Antwort gebe. Ne? Du kannst aber gerne einmal eine Frage stellen und dann gucken wir mal, ob ich dann diese Antwort dir gebe. Jawohl, so sieht's aus. Ne? Einhornbuch, erst 5 Hasenbabys füttern, bevor lesen. RF, rosa Fliegende und Moslems können rosa Fliegende. Ach so, rosa Fliegende. Ah. Und Moslems kennen das auch als CC. Was? Was ist das? Das kenne ich nicht, das. Ach so, das ist dieses Türkische. Wie sagt ihr da auf Türkisch? Ich kann das nicht aussprechen. Ich kann es nicht aussprechen. Ich kenne das halt nur in Arabisch. In Arabisch heißt es so, also in Arabisch sagt man ja Allah subhanahu wa ta'ala und dann sagt man noch Allah ta'ala, Allah subhanahu, ja, sowas halt so. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann das, ja, ich weiß Allah ta'ala, aber ich kann das nicht aussprechen. Ich weiß nicht, wie ihr Türken das ausspricht. Aber ich glaube, dieses CC, das gibt es nur in Türkisch, glaube ich, oder ist es Arabisch? Keine Ahnung. So, Lara, wieso hast du den Islam verlassen? Weil ich überzeugt bin, dass der Islam keine wahre Religion ist. Deswegen habe ich den Islam verlassen. Ich habe den Islam verlassen aus Überzeugung. Genau. Ich habe den Islam so lange praktiziert. Nee. Lara, warum provozierst du gerne die Leute, du Schlingel? Ich provoziere doch nicht, hallo?
Was für Provozieren, was für Provokation, was habt ihr denn? Ja, also unverschämt. Ach, wie kommt ihr überhaupt drauf, dass ich die Leute provoziere? Ajib, ja. Ich provoziere doch gar nicht. Was? Ups. Oh nein, Dorfi. Entschuldigung, ich habe dich aus Versehen gestummt. Oh nein, Dorfi, es tut mir so leid. Ich schwör's dir, Dorfi, Alter. Ich habe dich aus Versehen gestummt. Ich wollte deinen Kommentar fixieren. Ach, verzeih mir. Kannst du bitte den Satz nochmal schreiben, Dorfi? Ich habe dich aus Versehen gestummt. Das tut mir leid. Ich wollte den Kommentar fixieren. Und schreib bitte den Satz nochmal. Ach, alles gut, okay. Freut mich, danke schön. Danke, dass du mir verziehen hast, Bruder. Ach. Danke dir, es gibt doch noch normale Leute. Ja, Mann, ne? Also, ich würde vorschlagen, warte, jetzt tun wir den Kommentar fixieren. Ich würde vorschlagen, wir sind jetzt nicht mehr ungläubig, sondern wir sind unglaublich. Jawohl, so sieht's aus. Guten Tag zusammen, habe Pause, ich wäre gerne live gewesen. Okay. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Der Einhorn soll dich beschützen und dich segnen. Guten Tag. Welcher Einhorn? Ja, dieser Einhorn siehst du nicht, unser neuer Gott. Hallo? Ey, Lara, warum bist du so? Hallo. Ja? Rede doch. Ja. Ich habe gerade dir einen Segen. Ich habe dir einen Segenwunsch von unserem heiligen Einhorn vermittelt. Hallo? Du gibst mir einen Segen von einem Tier, ja? Hallo, sag doch danke. Warum bist du danke so undankbar? Dankeschön, Lara. Danke. Bitteschön. Guck mal, ich möchte dich so segnen und du denkst, aber okay. Ja, bitteschön, Frage. Ja. Du hast doch gesagt, du warst Muslime, ne? Ja, habe ich gesagt. Ja, okay. Aber ist das wichtig? Ist das wichtig? Ja, ist wichtig, weil ich will dich was fragen. Und hör auf mich zu unterbrechen, ja? Das macht man nicht. Okay? Okay, warte mal. Ja, aber hallo? Ja, okay. Komm. Ja, danke. hast du den Koran komplett durchgelesen? Ja, nicht nur einmal. Auf Arabisch auch? Auf Arabisch? Ich kann Arabisch lesen, aber nicht so gut tatsächlich. Ich kann diese arabischen Wörter nicht so richtig aussprechen, weißt du, weil ich bin so von Kosovo und da habe ich so ein bisschen Probleme, das auszusprechen. Also heißt das, du verstehst die arabischen Wörter nicht? Nicht alle tatsächlich, nicht alle, aber ich habe einen Freund, der kann Arabisch, perfekt Arabisch, so richtig dieses saudische Arabisch, so Hocharabisch, ja. Tatsächlich nicht alle, aber... Oh. Und ich war okay, eine Zeit lang, warte mal, ich war auch eine Zeit lang in Mekka tatsächlich und da hat man auch natürlich befragt. Ja, aber wie kannst du... Ja, was, wie kann ich? Ja, fertig. Ja, was denn? Was, wie kann ich? Hallo. Oha, bei dir ist es sehr laut, du tust wieder Dings, du arbeitest wieder, gell? Hallo. Oha, bei dir ist es sehr laut, du tust wieder Dings. Nein, nee, der ist einfach zu laut. Unika, du bist zu laut. Du musst wieder schreiben, du bist viel zu laut, ich muss dich kicken hier. Du, weißt du, das geht nicht, sonst bekomme ich hier Ohrenschmerzen. So. Ja, ne? Also von daher, wie gesagt, was wollte ich gerade sagen? Ich habe eine Zeit lang, Ja, schon, das war schon eine Zeit, eine lange Zeit. Ja, schon, ja, sagen wir mal so ein paar Monate, habe ich tatsächlich in
In Mekka und Medina bin ich so hin und her gewandelt quasi. Also das heißt, ne, ich habe die Umrah vollzogen. Genau. Und ja, dann fragt man natürlich dort die Saudis höchstpersönlich bezüglich Dinge, was du nicht verstehst. Und genau, so lernt man das. Aber ich habe immer versucht, Arabisch zu lernen, aber das ist schon sehr, sehr schwer. Ich finde, das ist eine sehr schwere Sprache. Aber ich verstehe dann auch nicht, wieso Allah so eine schwere Sprache wählt. Zum Beispiel Englisch. Englisch wäre doch viel, viel besser, weil Englisch ist ja sozusagen die Weltsprache. Weißt du, was ich meine? Und deswegen auf Englisch wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn Allah den Koran auf Englisch herabgesandt hätte. Aber wieso Arabisch, ne? Das ist dann auch so eine Frage. Aber ich denke mal, Arabisch, wegen auch die arabische Tradition. Also kurz gesagt, guck mal, im Islam ist ja auch die arabische Tradition festgeankert worden. Nein, Mandarin ist die schwere. Ja, ich habe nicht gesagt, das ist die schwerste Sprache der Welt, sondern ich sage, das ist eine schwere Sprache, weißt du? Klar, es gibt noch schwierige Sprachen. Das ist mir schon klar, ne? Und, ja. Aber meine Lieben, könnt ihr vielleicht nebenbei auch liken? Dankeschön. Das wäre sehr nett, wenn ihr auch nebenbei mal ein bisschen liken würdet. Wenigstens ein paar Likes da lassen. Ja? Ich wäre euch sehr, sehr, sehr dankbar, wenn ihr ein bisschen nebenbei liken würdet. Dankeschön, meine Habibs. Glaubst du an die Anunnaki, Lara? Ja, was heißt die Glauben? Ich weiß nicht. Ich habe mich mit nicht so befasst tatsächlich. Ja? Keine Ahnung, du. Aber ich glaube an gar keine Götter, ne? Also wie gesagt, das sind alles so Märchen. Nein, nein, das ist die schwerste Sprache, kann man nicht. Janne ist da. Janne, kannst du bitte mir noch ein paar Bilder machen, so mit Flügel? Das nächste Mal so ein Ahorn mit Flügel, mit dieser künstlichen Intelligenz. Der wäre supi. Also ich sehe, da ist meine Modi, die Janne ist da. Jane Janne. Guck mal, da ist meine Modi. Sie hat dieses Kunstwerk von dem Einhorn erschaffen. Ihre Hände mögen gesegnet sein. Amen. Ihre Hände mögen gesegnet sein. Amen. Die künstliche Intelligenz möge gesegnet sein. Amen. Ja, Mann. So sieht's aus, ja. Ich hatte prophetische Eingebung, doch durch die KI, also Al-Amen, Al-Amen. Hörnen, nicht Amen. Ach so. Ah ja, gut. Dann statt Amen nehmen wir Hornen. Ja, genau, Dorfi. Supi. Also Leute, guck mal, Dorfi hat eine Offenbarung bekommen. Der Dorfi hat eine Offenbarung bekommen. Wenn ich jetzt Bittgebete mache, Bittgebete mache, also oder Gesegenswünsche euch sage, dann schreibt ihr immer Hornen. Genau, Hornen, genau. Statt Amen sagen wir Hornen. Supi. Guck mal, der Dorfi hat eine Offenbarung bekommen. Und zwar Hornen statt Amen. Jawohl. Jawohl. So ist schön. Sehr schön. Toll. Genau. Hornen. Hornen. Toll. Sehr schön. Sehr schön. Möge die Vernunft,
Möge die Vernunft uns niemals verlassen. Hornen. Hornen. Jawohl, Hornen. Möge die Vernunft uns niemals verlassen. Hornen. Ja. So sieht's aus. Wir sind sehr einhornfürchtig. Ja. Genau. Wir sind sehr einhornfürchtig. Lara, ich glaube, du und ich werden Freunde, du Goldfisch. Aber Unikat, ja, Unikat ist aber trotzdem ein netter Ungläubiger. Ja. Unikat, möge der Einhorn dich recht leiten, Hornen. Wirklich. Möge der Einhorn dich recht leiten, Hornen. Wir würden uns freuen, wenn du zu unserer Oma zugehörst, Hornen. Jawohl. Jawohl. Ja. Geister beschwören, Lara, ob ich das würde. Ob ich das würde, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, gute Frage tatsächlich, weiß ich nicht. Möge unser Gott euch Horn leiten. Das heißt, möge der Einhorn uns Horn leiten seid. Ne? Möge der Einhorn uns Horn leiten, Hornen. Jawohl. Ihr seid die geilsten, die Leute. Ihr seid einfach die Besten. Guck mal, genau, guck mal. Wir haben die ganze Zeit hier Spaß. Wir chillen. Wir machen hier ein bisschen so Dings. Ne? Das ist doch ein schönes Leben. Wir sind glücklich. Unsere Sonne scheint, weil der Einhorn die Sonne so gelenkt hat, dass die Sonne hervorkommt mit seinen schönen Strahlen. Ja, ja, siehst du, alles schön, alles easy. Ja, Mann. Unser Einer mag keine andere Götter. Der Baumgeist, nein, würde ich nicht sagen, dass er sie nicht mag, nur er glaubt nicht an ihnen. Weißt du, was ich meine? Also er ist halt ungläubig. Unser Einhorn, der ist ungläubig, weil er lehnt die anderen Götter ja ab, logischerweise, weißt du? Er sagt ja selbst, er ist der einzig wahre Gott, so eine Gottheit, genau. Aber wie gesagt, wir müssen mal in uns einkehren, so richtig so von unserem Herzen, von unserer Vernunft. Und da müssen wir wirklich mal so vielleicht knien oder sitzen oder ihr könnt auch gerne liegen und dann den Einhorn mal rufen, also eine Dua machen, ein Bittgebet machen. Und dann müsst ihr mir dann morgen sagen, welche Offenbarungen oder welche Antworten ihr so bekommen habt, ja? Das Einhorn sieht aber echt göttlich und majestätisch aus. Jawohl, Hornen, Hornen. Deine Worte sind Gold wert, oder? Ja, genau. Hornen, jawohl, Schwester. So sieht's aus, Schwester Janne. Hornen. Toll. Sehr schön geschrieben. Sehr, sehr schön. Ja. Unser Einhorn wird die anderen Götter in die Hölle schicken. Said, aber bei uns ist es so, mein lieber Said, bei uns gibt es keine Hölle. Ne? Also unser Einhorn, der hat keine Hölle. Der hat absolut keine Hölle, weil die Hölle, das ist ja ein schlechter Ort und bei uns gibt es ja keine schlechten Orte. Was sind die 10 Gebote des Einhorns oder wollen wir 13 Gebote machen? Gute Frage. Wir können gerne ein paar, also wie gesagt, alle Ideen, wenn ihr Ideen habt, ja, keine Hölle, genau, Hornen, jawohl. Also wenn ihr Ideen habt bezüglich Gebote, so, ne,
Könnt ihr gerne ein paar Ideen hier vermitteln, schreiben, ne? Tippen, reintippen. Wir sind einfach offen für alles. Und ich denke mal, unser Einhorn wird das schon akzeptieren und respektieren, ja? Sei glücklich und respektvoll. Ja, erstes Gebot, gell? Ja, so ein Gebot. Sei glücklich und respektvoll. Genau. Genau. Also unser erstes Gebot würde ich vorschlagen, leben und leben lassen. Oder? Leben und leben lassen. Das erste Gebot. Ich glaube, das ist schon ganz schön. So, das erste Gebot, leben und leben lassen. Gerechtigkeit für alle. Genau. So, ich mache mich nebenbei hier ein bisschen fertig. Oh, Sonnenschein, Dankeschön für die Rose, Sonnenschein. Herzlich willkommen, Sonnenschein. Wenn Sonnenschein erscheint, scheint die Sonne noch heller, als sie ist. Ich kann sowas gar nicht mit solchen komischen Sätzen. Moki, einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir auch, mein ungläubiger Bruder. Herzlich willkommen. Ich könnte dir 24/7 zuhören, wird nie langweilig hier in deinem Stream. Oh, Jam, danke schön. Ja, danke. Du bist aber nett. Ja, aber Jam, du bist wirklich auch ein Ehrengast. Du bist wirklich herzlich willkommen. Du bist immer herzlich willkommen in unserem Stream. Ja, Jam. Jam ist ein Ehrenmann. Ja, Leute. Olum, das sind Kafirs. Olum, das heißt nicht Kafir. Hallo. Das heißt nicht Kafirs. Wenn dann, das heißt Kufar. Du musst Kufar schreiben, nicht Käfer, Kafirs. Sowas existiert nicht, Kafirs. Jetzt muss Lara nur noch die AfD wählen, dann heirate ich sie sofort. Also erstmal, ich hasse heiraten. Ja, also erstmal, ich hasse heiraten. Also von daher wird nichts. Emre statt Serbia. Weißt du was? Ich sag Kurdistan. Kurdistan. Kurdistan an die Macht. Schreibt alle Kurdistan bitte. Schreibt alle Kurden und Herz. Schreibt alle Kurden und rote Herzen. Schreibt alle Kurden und rote Herzen. Schreibt bitte alle Kurden und rote Herzen. Herzen für die Kurden. Salam alaikum und hallo an alle. Hallo Safari Zone, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Jawohl, Kurden und Herz, supi, Kurdistan und Herz, supi, so lieben wir. Ich liebe Kurden, wallah. Ja, Mann, Kurden sind korrekt. Die Kurden sind sehr, sehr korrekt an die Menschheit. Ja, Jim, so sieht's aus. Ich liebe meine kurdischen Brüder auch. Hä? Nö, ja, also wie gesagt, ich habe ja auch gar nichts gesagt. Wieso nimmst du denn das jetzt als Angriff? Kurden brauchen ein eigenes Land. Jawohl, Kurden brauchen ein... Ich bin selber Kurde. Kann ich bitte rein? Ja, aber ich wollte eigentlich bald jetzt auch gehen, so. Also bei uns sind Kurden natürlich alle Menschen herzlich willkommen. Aber Kurden sind wirklich irgendwie sehr herzliche Menschen. So, und ja, und sie leiden halt viel. Weißt du, so, das ist halt ja von dieser türkischen Regierung und so, ne? Ja, da gibt es immer so diese Spannungen, das ist nicht so schön. Und deswegen, wir stehen für die
Wir stehen für die Schwachen, ja. Hornen. Jawohl, Jem. Deswegen möge der möge unser Einhorn die Kurden helfen, den Kurden helfen, beistehen. Möge der Einhorn den Kurden beistehen. Hornen. Jawohl. Ja, möge der Einhorn den Kurden beistehen. Hornen. So sieht's aus, Leute. Nicht recht leiten, sondern beistehen. Weil die sind ja korrekt. Niemand nur Allah. Nein, 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 hier gibt's keinen Allah. Hier gibt's nur den Einhorn. Einhorn wurde in Korea entdeckt. Echt? Ich kenne mich nicht aus tatsächlich. Aber ich meine jetzt... Ach so, meinst du? Echt Safari Zone? Wirklich? Schwör? Safari Zone? Aber guck mal, der Safari Zone, das ist ein Muslim, ne? Guck mal, an die Muslime hier. Schaut mal eure Glaubensbruder, der Safari Zone. Der kommt fast jeden Tag in meinen Stream und das ist so ein lieber Mensch, der Safari Zone. Das ist so ein lieber Mensch, wirklich. Und er ist Muslim und er ist so ein lieber Mensch. Und trotzdem, er respektiert uns, er respektiert unser Glauben, unser Unglauben. Also wirklich. Ihr könnt mal gerne mal so eine Scheibe abschneiden von eurem Bruder. Und nicht immer so hasserfüllt sein. Ja. Ne? Nicht immer so hasserfüllt sein. Also, warte, ich muss mich nebenbei mal ein bisschen hier fertig machen, weil ich werde dann bald rausgehen. Ein bisschen chillen hier. Jawohl. Wir respektieren alle, aber ihr macht euch lustig über Gläubigen und respektiert selber nicht. Nein, Emre. Nein, Emre. Stimmt doch gar nicht. Du respektierst... Okay, Emre. Ich frag dich mal. Respektierst du unseren Einhorn als Gott? Respektierst du unseren Einhorn als Gott? Guck, guck, der geht auf Mutter, dieses Kind. Hau mal ab, ihr. Hau ab. Der geht auf Mutter. So ein kleines Kind, Alter. Was gehst du denn auf Mutter? Schäm dich. Du bist richtig ehrenlos, ja? Geht einfach auf Mutter. Schäm dich. Schade, dass deine Mutter so ein Kind hat wie dich. Schade. Ayyub, ja. Der geht einfach auf Mutter. Respektlos. Du brauchst dich nicht zu bedanken, Schatz. Das ist doch selbstverständlich. Der beleidigt einfach die Mutter und kommt mir hier mit Respekt, wir respektieren nicht. Er respektiert doch gar nicht, so fanatisch. Der ist bestimmt irgendwie so ein Erdogan-Anhänger. Diese Erdogan-Anhänger, die sind so komische Leute hier, ja. Einhorn stammt ursprünglich aus einem Missverständnis. Durch Wandmalerei, wo ein Bulle von der zu sehen ist. Ach so. Was für Erdogan-Anhänger. Bei Hot. Weil er so sehr Angst hatte vor ihm. Warte, was redet sie bitte? Warte. Kommt alle runter. Ich dachte früher, mein Papa wäre Gott. Hallo. Oldum. Oldum. Hau mal ab, du Kind. Von der Seite. Einhorn kann sich selber nicht mal retten. Ja, dein Allah kann sich auch selber nicht mal retten. Guck mal, Allah hat einen Koran. Also angeblich ist Allahs Wort ist ja der Koran,
Ja, der Koran, oder wie sagt ihr da? Das ist angeblich Allahs Wort, aber in Wirklichkeit werden Allahs Worte richtig widerlegt. Und da denke ich mir, okay, wo ist denn seine Allmacht? Wo ist denn dieser allmächtige Allah? Der lässt einfach zu, dass man seine Worte widerlegt. Irgendwie komisch. Also da sieht man, dass die Menschen viel mächtiger sind als Allah selbst. Ja, natürlich, der Koran wurde so oft widerlegt. Sogar von den Christen ist der Koran widerlegt. Ja, natürlich. Nur ein bisschen lernen, ein bisschen Verstand einschalten und da werdet ihr selber sehen, dass diese Religion falsch ist. Ja, die Leute beschimpfen Gott und er macht nichts. Ja, Mann, genau so sieht's aus. Es wird die ganze Zeit der Koran widerlegt. Was es eigentlich heißt, ja, den Koran kannst du nicht widerlegen, das ist Allahs Wort, pipapo, tralala. Und wir sehen, dass jedes Mal der Koran immer widerlegt wird. Also, na. Also, so intelligent ist Gott gar nicht, euer Gott. So allmächtig ist ja euer Gott gar nicht. Naja, aber wenn ihr zulässt, dass man mit euch gern spielt, dann könnt ihr gerne natürlich auch diese Wahnvorstellungen haben. Momo, guck mal, Momo, laut dem Islam, dein Haarschnitt ist auch Haram, nur so mal nebenbei. Laut deinem Propheten bist du ein verfluchter Junge, ja? Denn laut deinem Propheten, du darfst deine Haare nicht mal so machen. So dieses Schnitt, dass du da, also, ne, dieses Schnitt von Ungläubigen quasi, das darfst du nicht machen. Du bist somit ein Verfluchter. Nur so mal nebenbei. Also dein Prophet hat dich verflucht. Ja, wirklich. Du glaubst an Allah? Ja, der glaubt an Allah. Guck mal. Das ist so richtig unverschämt, Machiavelli. Merkst du was? Die glauben an Allah, aber die lassen uns nicht glauben, dass wir an Einhorn glauben. Weißt du, was ich meine? Ja, Seiten auf null ist Haram. Seiten auf null ist Haram laut dem Islam. Das ist richtig Haram. Und wer das macht, das sind verfluchte Leute laut eurem Propheten. Guck mal, der Prophet tut euch verfluchen, nur weil ihr einen modernen Schnitt habt. Was ist das bitte für ein Prophet, ja? Das ist nicht Haram, das ist nicht gut. Nein, das ist Haram, das ist richtig Haram. Ja, ist mir klar, aber sind meine Haare null. Ja, du bist doch deren Profilbild. Du bist doch deren Profilbild. Boxerschnitt ist Sunna. Nein. Ja, meine Haare sind aber nicht auf null. Hä? Du bist doch der auf dem Bild? Ja, egal. Trotzdem, dieses Haarschnitt darfst du nicht haben. Das ist trotzdem Haram, weil du tust den Kuffar nachahmen. Du tust den Kuffar nachahmen, das darfst du nicht, das ist Haram. Musik ist Haram, sogar Fotos von Lebewesen sind Haram. Ja, alles ist Haram. Guck mal. Im Islam ist alles Haram, aber bei uns ist alles Tamam. Ja? Bei uns, in unserer Religion, ist alles Tamam, aber im Islam ist alles Haram. So kann man das machen, genau. Momo, schäm dich. Und guck mal, Momo, ich denke mal, dein Name sollte Mohammed sein. Ich denke mal, dein Name soll Mohammed sein. Ja, komm, brennen laut dem Propheten Mohammed mit deinem Namen Allah da. Du wirst selber in der Hölle brennen. Nur so mal nebenbei. Dein barmherziger Allah. Ja. Und schau mal, Momo, hallo? Schau mal, pass mal auf. Dein Name Momo. Du darfst auch dich nicht Momo nennen, weil Momo ist die Abkürzung von Mohammed. Ja? Also das heißt, du schämst dich Mohammed zu nennen, weil das sozusagen ein altmodischer Name ist. Deswegen machst du auf cool und nennst dich Momo. Und wieder Haram. Wieso schämst du dich, dass du dich nicht Mohammed nennst? Schämst du dich denn für deinen Propheten Mohammed? Schämst du dich?
Wieso nennst du dich nicht Mohammed, sondern Momo? Würde so ein bisschen cool werden, weil dieser Name altmodisch Mohammed ist. Das ist so altmodisch, ne? Ich weiß schon, ich verstehe. Ich kann dich wirklich verstehen. Wer sagt, dass ich mich schäme? Weil du dich nicht Mohammed nennst. Du nennst dich Momo, weil das ist so cool. Weißt du, was ich meine? Also, du findest den Namen so ein bisschen cool und der Mohammed ist so langweilig, weißt du so? Ja. Also deswegen heißt es, du schämst dich jetzt. Hast du eigentlich mal mit dem Tauhid oder mit Islamverstanden geredet? Ja, ich habe mit denen geredet und ich habe gesehen, dass das auch so komische Heuchler sind. Deswegen mit diesen Leuten will ich nichts zu tun haben. Die können mir gerne aus dem Weg bleiben. Die können gerne ihre eigenen Stream machen. Die sind so hasserfüllt. Und die sind so richtig hasserfüllt. Beziehungsweise Tauhid geht eigentlich noch. Aber dieser andere, ne? Dieser andere geht gar nicht, der ist richtig hasserfüllt. Und mit hasserfüllten Leuten möchte ich nicht reden. Mit Leuten, die respektlos sind, möchte ich nicht reden. Wo haben die auseinandergenommen? Wo? Wo? Die haben null. Null. Zeros. Die haben gar nichts gemacht, ja? Die haben gar nichts gemacht. Die können nur viel reden. Durch ihre vieles Reden denkt ihr halt, ihr Juhal, dass, ne, dass das die Wahrheit ist, weil ihr selber unwissend seid. So. Ja, redet doch noch mal mit denen. Nee, alles gut. Ich habe schon alles abgeschlossen mit denen. Also mit denen bringt sowieso nichts zu reden. Mit denen kannst du auch nicht reden. Das ist die Sache. Stream liken. Jawohl. Ach, die suchende Agnostikerin. Persianprinz, Prinzess. Was hast du denn für ein Harambild? Also so christlich ist nicht dein Bild. Ich glaube, ich weiß ja nicht, ob Jesus zufrieden bist, dass du so ein Bild hast. So, jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen fertig machen. So, ich muss mich mal kurz muten. Leute, ich muss mich kurz muten. Es sind meine Modis hier. Genau, passt bitte auf dem Chat auf, wenn jemand beleidigt oder so. Wie gesagt, stummen, muten. Und ich bin mal kurz stumm, beziehungsweise mute.
So, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. So, da bin ich wieder und was hat sie hier Schönes geschrieben? Der Tauhid kann sich auch nicht durchsetzen. Er hat keine Argumente, deswegen scheut er sich mir. Ja, Machiavelli, das ist so. Die Leute haben gar keine Chance gegen dich. Weißt du? Die haben absolut gar keine Chance, weil du machst diese Leute einfach fertig. Guck mal, man merkt, Machiavelli, die lassen dich nie ausreden. Die lassen dich nie ausreden. Zum Beispiel, du warst ja neulich bei diesem Abu Qasim da. Ja, diesen Ami Abu Qasim, warst du da, ne? Und du hast so logisch geredet, Junge, das hat jeder, der wo einen gesunde Vernunft hat, jeder wird eigentlich deine Logik verstehen. Verstehst du, was ich meine? So. Aber diese Leute, die wollen das nicht wahrhaben. Was machen sie? Ah, die lassen dich nicht ausreden. Die lassen dich nicht ausreden. Dann gehen sie von Thema zu Thema, macht null Sinn. Ja, macht null Sinn. Die lassen nicht, dass man dich supportet, ja? Oder dass man dich so zum Beispiel, so deine Leute dich so supporten, weil die sind eifersüchtig. Das heißt, sie wollten dich zwingen, dass du ihre Meinung gehst. Junge, bei diesen Leuten gibt es gar keine Meinungsfreiheit. Die akzeptieren keine andere Meinung. Die haben einfach ihr komisches Weltbild und fertig so. Verstehst du? So richtig so verstandlos. Einfach Verstand abgeschaltet und fertig. Weißt du? Und die akzeptieren dich nicht. Deswegen, die kicken dich auch sofort. Weil die haben Angst. Die haben Angst vor dir. Als ich bei Amir war, hat Tahid mich sofort gestummt, weil er schon weiß, was jetzt kommt. Ja. Und da sind solche Leute, und da sind solche Menschen, mit denen kannst du auch nicht reden, verstehst du? Und dann, da kommen sie in unserem Stream und meinen, dass wir mit ihnen reden. Verstehst du, was ich meine? Das ist nur Zeitverschwendung. Deswegen, wir machen einfach unseren eigenen Streams, wir sagen hier unsere Meinung und fertig. Und wenn die kommen wollen, die sollen doch hier kommen. Die sollen doch in unseren Stream kommen, wenn sie Argumente haben. Aber sie haben keine Argumente. Sie haben auch Angst von uns Atheisten, sprich von dir, weil du hast noch mehr Wissen als ich, weißt du? Sie haben auch Angst. Das ist ihre Angst, weil du die Leute sozusagen nach ihrer Meinung in die Irre führst. Aber in Wirklichkeit tust du den Leuten nur die den Verstand. Dem Verstand, also du willst denen helfen, dass sie ihren Verstand nutzen. Verstehst du? Deswegen mit der Logik. Und die Leute haben einfach nur Angst. Deswegen, wir Atheisten, für sie sind noch gefährlicher als die Christen. Weil gegen uns haben sie auch nichts in der Hand. Gegen uns haben sie nichts in der Hand. Weißt du, weil weder haben wir Bücher, weder haben wir Götter. Wir haben nichts sozusagen, verstehst du? Deswegen haben die nichts in der Hand. Auf jeden Fall, die haben Angst. Weil wie gesagt, wir le legen alle Sachen mit Argumente, wir reden mit Argumente. Okay, jetzt gerade ich habe jetzt nicht unbedingt mit Argumente geredet, aber wenn ich will, ich kann jeden Vers auseinandernehmen. Jeden Vers kann ich auseinandernehmen, wenn ich will. Aber natürlich, wenn ich dann sowas so rede, dann möchte ich gerne auch mit Beweise reden. Verstehst du? So. Dann möchte ich halt so richtig so sitzen, Verse schreiben, erklären, dies, das. Weißt du, was ich meine? So. Wenn, dann mache ich das so. Aber diese Zeit ist für mich zu wertvoll, deswegen mache ich das noch nicht, aber demnächst werde ich auf jeden Fall mal das mal machen, ja? Demnächst auf jeden Fall. Momentan habe ich jetzt nicht so die Lust drauf, um ehrlich zu sein. Da fehlt mir noch die Lust, das muss ich zugeben, aber wenn ich will, kann ich das auf jeden Fall machen. Ja, genau. Und deswegen, die haben einfach Angst, weil die wissen, dass wir die Wahrheit kennen. Wir kennen die Wahrheit. Wir wissen, wie der Islam aufgebaut ist. Wir wissen das. Wir kennen diese betrügerische Religion. Wir kennen das einfach. Deswegen heißt es ja auch im Islam, dass man die Mutter töten soll. Ja, die müssen uns töten normalerweise in der Scharia.
Ja, laut der Scharia müssen sie uns töten, weil sie haben Angst, dass wir, sie haben Angst, weil wir die Wahrheit sagen. Und nichts als die Wahrheit werden wir sagen, wie die Religion in Wirklichkeit aufgebaut ist. Deswegen lassen sie nicht zu, dass wir die Wahrheit sagen, ja? Das ist einfach die Wahrheit. Ich weiß es schon. Deswegen, ihr zittert. Zittert nicht, ihr Muslime. Zittert nicht. Ja, zittert nicht. Deswegen, ihr könnt nicht, wenn die sehen, dass es brenzlig wird, wenn die sehen, dass es brenzlig wird, was macht man? Was macht man, wenn die sehen, dass es brenzlig wird? Entweder A, nicht ausreden lassen, ja, nicht ausreden lassen, oder B, einfach kicken oder lügen, und da kommen sie mit irgendwelcher Wissenschaft und Pipapo, Tralala und diese Geschichten, ja? So. Was anderes können die nichts, ja? Das ist richtig peinlich, ja? Na, 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 na. Genau. Wenn die sehen, das wird brenzlig, dann auf einmal ziehen sie alles. Oder die lügen. Ja, das können sie immer besser machen mit ihrer komischen Türkei da. Kostenlose Bücher sind gut, Grill anzuzahnen. Ja, so sieht's aus. Deswegen bemüht euch einfach. Echt? Okay. Pellawan. Guck mal, er sagt, möge Lara euch recht leiten. Hornen. Sagt Hornen. Leute, sagt alle Hornen. Möge Lara euch recht leiten. Hornen. Pellawan. Hornen. Jawohl. Hornen. Jawohl. So sieht's aus. Schreibt bitte an meine ungläubigen Leute, schreibt bitte alle Hornen. An meine Atheisten, schreibt bitte alle Hornen. Da, jawohl, Dankeschön, Dankeschön. Damit auch dieses Bittgebet auch angenommen wird, ne? Immer schön Hornen schreiben. Das muss so eine Routine sein. Jawohl, Hornen. Supi. Sehr schön. Jawohl, Hornen. Jawohl. Ne? Und deswegen, Leute, alles easy so. Und wer Liebe haben will, einfach unsere neue Religion annehmen. Unsere neue Religion annehmen, unseren neuen Gott annehmen. Wer Liebe im Herzen haben will, kann gerne beitreten in unsere neue Religion und dann ist alles in Ordnung, auf jeden Fall. Jawohl. Möge das heilige Horn euch recht leiten. Der Einhorn sei mit euch. Hornen. Supi, sehr schön. Möge das heilige Horn euch recht leiten. Der Einhorn sei mit euch. Hornen. Sehr schönes Bittgebet, Jana. Sehr schön. Sehr weise Worte. Dein Bittgebet in Einhorns Ohr oder so. Marco, mach jetzt hier keine Faxen, Marco. Du bist zwar hier mein Modi, aber du hast dich hier zu integrieren, ja? Du bist zwar Christ, ja? Du bist zwar Christ und ich mag dich, Marco, aber bitte habe jetzt Respekt vor unserem Einhorn und lach es bitte nicht aus. Okay, Marco, mein Lieber? Du weißt, ich mag dich. Aber bitte nicht auslachen. Das macht man nicht. Man lacht unseren Einhorn nicht. Unverschämt. Immer wieder diese Ungläubigen. Ja, Marco. Wer nicht Horn kommt in die Hölle. Nein, der Türke, bei uns gibt es keine Hölle. Nein, nicht der Türke. Bei uns gibt's, wir sind leider dazu sehr so islamisch, denken wir, ne? Aber wie gesagt, bei uns gibt's keine Hölle. Nee, bei uns gibt's absolut keine Hölle. Genau, nee, bei uns gibt's, ja, genau, guck mal, das sagt die Jane auch, die Janne. Bei uns gibt's keine Hölle, genau. Ne? Genau. Die Hölle ist abgeschlossen.
Also unser Einhorn hat die Hölle abgeschaffen. Ja, genau. Weil so einen Ort brauchen wir nicht. Bei uns gibt es nur Liebe. Bei uns kommen alle ins Paradies. Genau. Genau, bei uns kommen alle ins Paradies, aber wie, guck mal, es gibt nur das Paradies, okay? Es gibt nur schönen Ort. Aber für jene, die zum Beispiel den Einhorn ablehnen, sie bekommen halt nur wenig Belohnung sozusagen, weißt du? Die bekommen einfach eine niedrige Stufe, weißt du? Aber sie bekommen trotzdem dann noch so ihr Glück, ihr ewiges Leben und, ne? Nur eine niedrige Stufe, das ist alles. Aber so brennen und dieses ganze Feuerzeug und sowas, nee, sowas gibt's nicht. Ich krieg mich nicht mehr vor Lachen. Samir, guck mal, du bist auch mein Lieblingsmoderator, ne? Du bist ein Dings, der wo viele Götter anbetet, weißt du, so mit Thor und so. Aber bitte habe auch Respekt. Nicht auslachen, Samir. Weißt du, ich mag dich auch, ne? Du bist ja auch so hier ein Gläubiger. Aber bitte hab doch Respekt. Wie kannst du uns auslachen? Wallah, Ayyub, ja? Och. Ayyub, die akzeptieren unseren Einhorn nicht, ja? Wie kommt man ins Paradies, Lara? Wie kommt man ins Paradies, Lara? Also erstens, wir haben einen ersten Gebot tatsächlich leben und leben lassen, dass man jeden Menschen akzeptiert und respektiert, ja. Bei uns wird auch jede Sexualität angenommen, die wo natürlich auf gesundem Maße ist, ne. Das ist uns schon klar. Die wo auf Vernunft basiert und so weiter. Das wird zum Beispiel auch akzeptiert und man muss eigentlich nur ein guter Mensch sein und die Menschen respektieren, ganz einfach. Und, ja, das war's. Das ist so, das ist so das erste Mal. Weißt du, was ich meine? Aber wir sind auf der Arbeit, noch ein paar andere Gebote zu finden, zu suchen, ne? Genau. Jawohl. So sieht's aus, ne? Was heißt für dich gesunder Maß? Wer definiert den Maß? Gesunder Maß ist natürlich, was normalerweise jeder Mensch kapieren sollte, ne? Dass jeder Mensch kapieren sollte, dass zum Beispiel die Pädophilen, das ist zum Beispiel kein gesunder Maß, okay? Das ist zum Beispiel eine Krankheit, das ist eine Störung und das wird nicht akzeptiert. Aber wenn es natürlich Menschen gibt, die das akzeptieren, dann sind das für mich ganz ehrlich auch kranke Leute, ganz, ganz einfach, ja? Weil das ist eine Störung, das ist auch bestätigt worden und fertig so. Kadir, das Einhorn definiert das Maß. Genau. Genau. Aber der Einhorn sagt natürlich auch, dass diese Krankheit, was ich gerade gesagt habe, dass das natürlich auch krank ist. Genau. Weil diese Krankheit, das tut ja den Menschen auch Schaden. Genau. Die Krankheit tut den Menschen auch Schaden. Und wir werden keinen Menschen schaden. Lobet das Einhorn. Lobet das Einhorn. Hornen. Jawohl, Hornen. Siehst du? Wir sind richtig einhornfürchtig. Wir sind wirklich einhornfürchtig. Und wir lieben unseren Einhorn. Wir machen so viel Bittgebet hier für unseren Einhorn. So viel Dua machen wir. Also, ne? So. Ach, der Eddie wünscht sich ein Palmen. Ach, der Eddie wünscht sich ein Palmen. Ja, Eddie. Genau, rufe unseren Einhorn an und er wird dir eine Palme geben. Na, so eine richtig große Palme. Ja, na? Oh, Pellavan, Lara ist die Beste. Oi, du bist auch eins der Besten. Ja, danke schön. Hornen, danke das. Danke, ihr seid auch meine Lieblinge. Jawohl, ich liebe doch euch auch. Jawohl. Der Einhorn möge euch segnen. Was? Lara, habt ihr mal ein Bild geschickt mit dem Einhorn mit einem riesen Palmhorn? Echt? Ja, ich gucke das später an.
Kommen meine Nachrichten nicht an? Essen? Essen? Hä? Hier? Nein? Meinst du in Instagram? Boah, Janne, das letzte Bild ist richtig geil. Das letzte Bild ist richtig geil. Lara, keine 3 Minuten, du bist mundtot. Lass doch mich. Och, was macht ihr denn hier? Ihr macht die ganze Zeit nur Kuffer hier. Boah. Ja, das ist voll mega geworden. Richtig. Ja, mal dieser Einhorn, dieser Horn richtig groß, so. Richtig große Einhorn. Ja, Mann, der Horn ist richtig riesig. Ich wollte zwar weiterreden, aber okay. Ich lasse mal so meine Gedanken ein bisschen. Ja, der Horn ist richtig riesig geworden. Ja. Wirklich. Ja. Ach, unser Sonnenschein wollte hoch. Jawohl. Aber ich glaube, der ist wieder weg. Naja. Bin da. Okay, warte. Hä? Aber wieso geht das nicht? Doch, du bist da. Ah, jetzt. Einen wunderschönen guten Tag. Einen guten Tag, mein Lieber. Herzlich willkommen. Sei gegrüßt. Na, meine Liebe, ich freue mich schon so aufs Paradies, weil wir kommen alle ins Paradies. Ja, Mann, siehst du, wir haben doch einen Weg gefunden, dass wir alle ins Paradies eintreten. Das ist doch super, gell? Und bevor wir weiterreden, möge der Einhorn dich segnen. Hornen. Danke, möge das Einhorn dich auch segnen. Hornen, ja. Also wir sagen statt Amen, sagen wir Hornen, ne? Ja, lach doch nicht, hä? Hallo? Pass auf, das wird noch zur richtigen Religion. Ja, aber wieso nicht? Ist doch eine gute Idee, ja? Und unsere Janne, ne, meine Mutti, das ist unsere Erschafferin, ne? Sie erschafft den Einhorn. Die macht diese schönen Bilder, ja? Das sind so einzigartige Kunstwerke, ne? So, von unserer künstlichen Intelligenz, ne? So. Mal nur so nebenbei, das Foto ist echt voll schön. Ja, sie hat sogar noch schönere Fotos erschaffen, und zwar mit so einem richtig riesigen Horn, so richtig groß, weißt du, so, ja, Mann. Also unser Gott sieht so heilig und erhaben aus. Ja, und so schön bunt und so, gell? Ja. So richtig, richtig einfach göttlich, ne, göttlich. So. Da können sich die Götter mal eine Scheibe abschneiden, ne? Und die anderen Götter sollen ein bisschen von unserem Einhorn auch lernen, dass sie nicht so hasserfüllt sind. Ja? Ich habe die Gabe. Ich habe die Gabe der Einhornprophetie. Ich glaube auch, ich habe gehört, du bist die letzte Prophetin. Also es gibt danach keine mehr. Steht so geschrieben. Nein. Wirklich? Ja. Okay. Mhm. Also es kann danach keiner mehr kommen und irgendwas sagen. Es ist vorbei. Mhm. Ja. Ja, ich denke, ja, kann sein. Ich glaube dir auch, weil das macht eigentlich Sinn, weil das ist so die letzte Rechtleitung quasi für die Menschen. Genau. Ja. Genau, was auch immer. Ne? So, von daher. Es gab vorher schon Einhornglauben, also verschiedene Religionen, aber das ist sozusagen die letzte Vollendung. Ja, wir haben sie quasi, wir haben quasi das erfrischt, so eine Erfrischung. So. Genau. Genau. Ja. Lara ist die letzte Königin. Lara ist die letzte Königin. Ui. Ja, danke schön, meine Leute. Danke, danke. Guck mal, wir haben hier unser Gott gefunden, sozusagen, unsere Rechtleitung gefunden, weil wir waren ja die ganze Zeit so irre. So, ne? Jetzt können die Gläubigen eigentlich auch nichts gegen uns mehr sagen. Das dürfen sie ja nicht, weil wir sind ja jetzt, ne, so. Der ist ein Gläubiger geworden. Hä? Und
Aber wie gesagt, der Unterschied zwischen uns und den anderen, bei uns gibt es nur Liebe, bei uns gibt es nur das Paradies, bei uns gibt es Akzeptanz und Respekt, wir respektieren jeden und alles und so weiter. Ne? Von daher alles easy. Ja, das erste Gebot heißt Leben und Leben lassen. Genau, richtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Schwarze Magie, nein, wir glauben an die bunte Einhornmagie. Ja, was für schwarze Magie, bitte. Genau, bunte Einhornmagie. Jawohl, richtig. Supi, siehst du? Guck mal, wir sind so ideenreich, ja. Wir müssen jetzt nur warten, bis wir so eine Offenbarung bekommen von unserem Einhorn. Also das heißt, vielleicht kommt ja diese Offenbarung so irgendwann mal die Tage, weißt du, was ich meine? Oder irgendwann so im Traum, Genau. so wie zum Beispiel ein Jesus erscheint oder irgendwie sowas. Genau. Ja, genau. Und dann müssen wir halt so auf die Zustimmung von dem Einhorn warten. Aber ich denke mal, jetzt mal so ganz ehrlich, ich denke mal, der Einhorn wird es doch akzeptieren. Ja, der ist ja ein toleranter Gott Auf oder jeden Göttin. Fall. Gott und Samson Göttin in wollte. einem, Gott und Göttin in einem. Guck mal, für jeden etwas dabei. Ja, Mann. Es gab Leute schon, die hatten Visionen vom Einhorn. Nein, erzähl mal so diese Vision, das wird uns ein bisschen interessieren. Ja, habe Bitte. ich gehört, dass die Leute jetzt Einhornvisionen haben. Also es muss schon stimmen mit der Religion. Also das muss schon stimmen mit dem Gott. Ja, interessant. Ja. So sieht's aus. Ich muss mich neben, also ne, ich bin schon da. Wir reden so, aber ich mache mich nebenbei noch ein bisschen so Farbe ins Gesicht. Und dann möchte ich auch dann später rausgehen, ein bisschen chillen. Ich brauche unbedingt ein weißes Kleid. Unbedingt. Ich finde kein weißes schönes Kleid für mich. Jetzt muss ich mal gucken in der Stadt und dann. Oha, was ist los mit meinem Internet? Hallo? Kann man mich hören überhaupt? Ja. Lara, wieso sperrst du mich immer nur, weil du keine Argumente hast? Erstens, ich sperre nicht, das machen meine Modis. Und wenn du gesperrt, sprich gestummt, gemutet wirst, was auch immer, oder geblockt wirst, was auch immer, dann muss es wohl einen Grund gehabt haben, weil du, denke ich mal, hier dich nicht an unsere Regeln halten kannst, dass du dich hier nicht integrieren kannst, denke ich mal. Und ja, gut, ne? Deswegen. So. Also ich mache hier gar nichts, das sind meine Modis und ich vertraue auf meine Modis. Ja, von daher alles gut, schau mal. Ja, Mann, du musst dich hier integrieren. Warte. Ach so, mach ja, weil ich habe da nichts gesehen. Ja, die Bilder sind richtig geil geworden. Du bist richtig eine Künstlerin. Du bist eine wahre Erschafferin. Wirklich. Hornen. Unsere Janne ist eine wahre Erschafferin. Hornen. Jawohl, Janne. Du bist die Königin der Erschaffung. Wirklich. Du hast sehr schöne Bilder gemacht. Ja. Hornen sei Dank. Wir sind gesegnet mit Janne. Hornen sei Dank. Wir sind gesegnet mit Janne. Jawohl. Guck mal, so viel Bittgebet, was wir für unserem Einhorn machen, so viel Bittgebet hören wir nicht mal von den, die wo glauben. Ja. 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 Ich gebe nur weiter, was mir das heilige Einhorn eingibt und erlaube zu sehen. Hornen, Hornen, meine Liebe, Hornen. Ich sag doch, deine Hände sind gesegnet, wirklich, mit dieser künstlichen Intelligenz. Du bist eine sehr gesegnete Frau von dem Einhorn. Du bist eine Rechtgeleitete.
Jawohl. Ja, Leute, Stream immer weiter liken. Schaffen wir 20.000, Leute? Ich bleib extra Dings. Schaffen wir 20.000? Hey, Alter, wenn wir einmal im Dings so schaffen, 20.000, ich schwör's dir, der Einhorn soll euch belohnen, reichlich belohnen. Der Einhorn soll euch Jannah al-Firdaus geben. Ja, Mann, Jannah al-Firdaus geben. Jawohl. Jawohl. Möge der Einhorn uns Jannah al-Firdaus geben. Hornen. Hornen, Leute. Immer schön Hornen sagen, ne? Damit auch dieses Bittgebet stark wird. Ah, Einhorn sei Dank. Jawohl. Jawohl, Hornen. Sehr schön. Sehr, sehr toll. Ach, Einhorn sei Dank. Hornen. Supi. So, jetzt Eldina kann nicht mehr. Aber warum Eldina? Oh nein, das ist jetzt da. Das ist da. Darf ich bitte rein? Oh, das hört sich ein bisschen zweideutig an. Das darf ich bitte rein. Oh, das ist ein bisschen. Also bezüglich dem freien Willen, da kann ich dir auch nicht so genau sagen, weil unter der Wissenschaft, da gibt es ja auch immer so Meinungsverschiedenheit, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, da müsste ich mich noch ein bisschen Dings da. Ja, aber gut, warte. Ich bin gerade beschäftigt, kleinen Moment.